Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Heute geht es weiter im LS22-Projekt Bildet. Diese Woche ist ein bisschen außergewöhnlich, denn Sophie ist im Urlaub, wenn alle anderen aufnehmen. Deswegen musste Sally ganz ohne RP in dieser Woche klarkommen. Hat aber ziemlich gut funktioniert. Vor allem die heutige Folge stand wirklich ganz unter dem Zeichen Produktivität und Fortschritt auf den Feldern. Das hat gut funktioniert. Unter anderem findet Sally dann aber auch etwas auf ihrem Hof, was da definitiv nicht hingehört. Was das war, das siehst du jetzt in diesem Video. Und da ist auch schon wieder Start. So, auf geht's rein in Folge 3 von unserer Bildet-Vorproduktion hier. Muss ich noch mein Dings anmachen? Ja. Wir produzieren heute vor für die nächste Woche, da ich im Urlaub bin. Das heißt, wir sind also nur wir zusammen mit zwei Unternehmern und einem EUler, die sich heute hier netterweise bereit erklärt haben, für uns zu arbeiten. Und ich habe gerade schon zum Ende der letzten Folge gesagt, es ist einfach krass produktiv, wenn man allein ist und nicht so. Also klar, ist natürlich doof. Also das RP ist ja ein super schöner Faktor des ganzen Projektes. Deswegen war das natürlich ein Spaß, dass ich sage, ich würde das gerne immer machen. Das RP ist super. Aber es ist auf jeden Fall geil, wie produktiv man ist. Es ist sehr, sehr, sehr gut. Wir werden jetzt in dieser Folge Feld 23 hier fertig ansehen. Wir haben uns für Hafer entschieden, weil wir nebenan auf die 24 auch schon Hafer gepackt haben. Das heißt also, das ist dann schön einheitlich. Das passt gut. Unser EUler ist gerade dabei, unser Grasfeld, die 25, schon mal zu mähen. Die war nämlich schon wieder erntereif. Das passt alles tibitobi. Daraus machen wir wieder Silage, weil wir haben auf jeden Fall noch genug für unsere Schafe im Lager. Da müssen wir jetzt erstmal nichts weiter sparen. Und dadurch werden wir dann auch nochmal ein bisschen Geld machen. Also wir haben ja schon in der ersten Folge einen richtig dicken Money Rain gehabt, weil wir unsere ganze Wolle verkauft haben im April. Der April ist der beste Monat für Wolle bzw. für Kleidung. Da haben wir sehr viel Geld bekommen. Ein bisschen was haben wir schon wieder ausgegeben. Wir haben uns die letzten fehlenden Gerätschaften noch gekauft. Und zwar zwei Elektrotraktoren und noch einen kleinen Anhänger für unseren Elektrotraktor, damit wir dann mit dem Elektrotraktor auch ganz entspannt unsere Tiere versorgen können. Das war nämlich mit den großen Traktoren und beziehungsweise mit dem großen Anhänger immer ein bisschen krampfig. Und ja, das haben wir jetzt alles. Bin ich sehr, sehr, sehr froh drüber, vor allem, weil wir ja immer noch auch super viel Geld auf dem Konto haben. Wir werden heute auf jeden Fall ein bisschen Kredit zurückzahlen und ansonsten aber dann auch die nächste Baufolge ansteuern. Ich bin echt gespannt auf die nächste Baufolge. Ich freue mich so doll auf die. Weil es könnte sein, je nachdem, wie gut wir vorankommen, dass wir mit der nächsten Baufolge schon die, also das Grundgerüst sozusagen, unseren Hof grob fertigstellen. Klar müssen wir natürlich noch ganz viel machen mit Deko und Lichtmanagement und alles Mögliche. Aber grob, glaube ich, werden wir es dann fertigstellen. Das ist sehr, sehr cool. Hi Claudi, guten Abend. Baufolge wird super. Ja. Ich freue mich auch sehr. Baufolgen sind sowieso, die machen immer so Spaß einfach. Weil ich habe echt durch dieses Projekt extrem für mich entdeckt, wie viel Spaß es mir macht, zu bauen, auch im LS. Also, dass mir sowas grundsätzlich Spaß macht, wusste ich schon, weil ich sowas auch gerne zum Beispiel in Sims mache, irgendwie einrichten und sowas. Aber mir war immer nicht bewusst, dass es tatsächlich im LS auch so gut geht. Das ist schon sehr, sehr geil. Der Hänger ist auch schon da. Ja, den haben mir netterweise die zwei Unternehmer mitgebracht, sozusagen. Ja, also wir werden auf jeden Fall noch ein paar Baufolgen machen müssen. So für die ganze Deko und die ganzen Details und so. Es sind halt noch so ziemlich viele Freiflächen, sag ich mal, offen. So kleine Freiflächen halt, wo jetzt keine Gebäude draufkommen, aber die wir halt irgendwie noch füllen müssen, damit es halt stimmig aussieht. Und ich glaube aber, wenn wir das machen, wird es auch dem Hof nochmal so einen ganz, ganz anderen Charme sozusagen geben. Ja, kalken, also zwei meiner Felder müssen gekalkt werden, aber die sind leider schon, also die wachsen gerade noch, die sind nicht leer. Und in dem jetzigen Wachstumszustand sozusagen kann ich sie gerade nicht kalken. Das ist leider ein bisschen ungünstig, ist echt doof, dass ich das übersehen habe, dass die gekalkt werden hätten müssen, aber ja.
können wir jetzt halt nicht ändern. Ist dann jetzt halt so. Da haben wir Ertragsverlust einfach. Aber die können wir erst kalken, sobald sie eben geerntet wurden. Das ist auf jeden Fall die 29. Und ich weiß gar nicht, was war denn das zweite? Die 27? Ja, die 27. Leider halt riesengroßes Feld, was wir da nicht gekalkt haben. Also echt ärgerlich. Aber ist jetzt so. Können wir nicht ändern. Martin? Ja. Meinst du, wir schaffen es heute auch noch eine Abrechnung dann zu machen fürs LU? Müsste ich schauen. Okay. Also aber mich würde es freuen, wenn wir es machen können. Dann bin ich sozusagen da erstmal wieder fein. Ja. Aber wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Ich schaue dann okay. Nachher mal gegen Ende. Super, dankeschön. Und da was hinkriegen. Ja, das wäre ganz cool, wenn wir da nochmal eine Abrechnung machen könnten. Einfach so für uns auch zu wissen, wie viel Geld müssen wir dafür jetzt auch aktuell noch einplanen. Weil wir wollen ja noch ein bisschen Kredit zurückzahlen. Hi, Pingu. Einen traurigen Smiley auf Willis Hof machen? Ah, weiß ich jetzt nicht. Also, warum traurig? Er hat sich ja sogar bei uns entschuldigt. Hier zu Beginn unserer heutigen Folgen hat Willi sich sogar noch entschuldigt. Dafür, dass er uns da beim letzten Mal um sehr viele Punkte gebracht hat. Die Zeit steht auf null, weil ich ja heute vorproduziere. Ich bin ja alleine heute auf dem Server. Die anderen nehmen ja ganz normal am Montag auf. Nur weil ich halt Montag nicht da bin, produzieren wir heute vor. Und das wäre ja blöd, wenn jetzt die Zeit vergehen würde und dann hätten die anderen halt, also würden ja Zeit verlieren. Einfach. Deswegen steht die Zeit auf null. Ein Ehering bei Call of Wolfman. Das wäre halt einfach nur so ein Kreis. Da würde sich halt auch denken, so, yo, was soll mir jetzt dieser Kreis bringen? Ich kann irgendwie immer noch nicht glauben, dass Willi das noch nicht weiß, dass gegen ihn gedreht wurde. Aber muss ja scheinbar so sein, ne? Sonst hätte er sich bestimmt nicht entschuldigt. Ist wirklich ein bisschen witzig. Nur entschuldigt, damit du nicht irgendwas bei ihm anstellst? Nee. Also da kann ich tatsächlich diesmal sagen, dass das Safe Call ernst gemeint war. Aber nur, weil ich halt weiß, dass, weil Sophie und Tino darüber gesprochen haben. Deswegen weiß ich, dass Willi das auf jeden Fall ernst gemeint hat. War doch Folgenende, als du gedreht hast. Ja, also ja, ich weiß nicht. Ich hätte ehrlich gesagt gedacht, dass ihm das halt sozusagen noch mitgeteilt wird. Was tatsächlich, wisst ihr, was halt richtig geil ist, was aber leider, na, es ist halt wieder so ein bisschen schwierig. Wenn, also ich weiß nicht, wann er es gesagt bekommt, aber wahrscheinlich, weil das nächste erntereife Feld bei ihm ist ein Baumwollfeld. Und April ist der beste Monat für Baumwolle. Das heißt, er wird definitiv am Montag, wenn er aufnimmt, alles dafür tun, dass dieses Baumwollfeld abgeerntet wird und erst noch verkauft bekommt. Das heißt also, er wird am Montag dann gesagt bekommen, dass jemand gegen ihn am Rad gedreht hat. Und das ist halt geil, weil wir sind am Montag nicht da. Das heißt also, er wird wahrscheinlich sich denken, so, yo, Sally kann es nicht gewesen sein, weil sie ist nicht da. Und vor allem hat er ja auch nicht mitbekommen, dass Sally nochmal extra Punkte bekommen hat, aufgrund dieser ganzen Holzgeschichte. Das heißt also, er geht davon aus, dass Sally nur 9 Punkte hat. Natürlich, ja, liegt da wieder viel am Chat. Also da muss man wirklich so sehr drauf hoffen, dass der Chat nicht spoilert, was immer ein bisschen schwierig ist. Also ich befürchte tatsächlich, dass da sehr arg gespoilert wird, leider.
Was aber tatsächlich an der Stelle alles kaputt machen würde. Ist ihm gar nicht gesagt worden am Montag? Ich glaube nicht. Ich glaube, er weiß es nicht. Und das wäre halt richtig, richtig cool. Ja, steht wahrscheinlich schon. Das ist halt das Doofe. Dass das leider durch die Spoiler halt nicht funktionieren wird. Da muss ich sagen, da bin ich tatsächlich sehr positiv überrascht, weil ich ja bis heute nicht weiß, wer gegen mich am Rad gedreht hat. Und ich wurde tatsächlich vom Chat nicht gespoilert. Also, es gibt zwar YouTube-Kommentare, wo Leute auch gesagt haben, von wegen, nee, der war es auf jeden Fall nicht und so. Aber ich bin mir ehrlich gesagt unsicher, ob ich zu 100% vertrauen kann auf diese Kommentare. Weil es gibt halt Kommentare in beide Richtungen. Deswegen, ich weiß bis heute nicht, wer wirklich gegen mich gedreht hat. Stand bestimmt am Montag in seinem Chat. Ja, das befürchte ich halt eigentlich auch. Das ist halt ein bisschen das Doofe immer. Es war ein Fanfahrer. Ja, ja, das weiß ich auch. Naja, das mit, dass er sich das im RP nicht anmerken lässt, das ist halt das eine, aber ich sag mal so, es ist halt immer schwierig einfach in dem Moment. Also sich das nicht anmerken zu lassen, ist halt das eine, aber es grundsätzlich aber trotzdem zu wissen und sein Handeln darauf auch auszulegen, ist halt so ein bisschen das andere, ne? Es ist schwierig, also das ist ja auch gar kein Vorwurf, das würde mir genauso gehen. Von daher bin ich auch, wie gesagt, super happy, dass ich es wirklich nicht sicher weiß. Super Traumengel. Perfektes Beispiel dafür, was man es nicht macht. So, weißt du, wir unterhalten uns gerade mehrere Minuten darüber, wie scheiße Spoiler sind und wie toll das ist, dass es nicht gemacht wird. Und du hast nichts Besseres zu tun, als es mit deiner ersten Chatnachricht zu schreiben. Das ist ja wirklich schon wieder ganz großes Kino. Ganz, ganz großes Kino. RP-Wissen von Real Life ist ein Trend, kann leider nicht jeder. Nee, das geht gar nicht um das Können oder so, aber trotzdem, also das ist halt so dieses Ding. Ich weiß es nicht und deswegen ist es halt immer so ein Hin und Her, so, hey, wenn ich jetzt Punkte habe, gegen wen drehe ich? Ne? Und wenn ich am Ende dann aber wüsste, der und der hat gegen mich gedreht, dann fließt das einfach in die Entscheidung mit ein. Das kann man auch gar nicht abstellen. Das ist dann halt einfach so. Wenn du da eine Info hast, unterschwellig nutzt du sie sozusagen eh so ein bisschen. Deswegen gibt es halt so ein paar Sachen, wo ich mich auch selber einfach nicht spoilern möchte. So, dann haben wir jetzt Zeit, um das Feld zu striegeln. Immer gegen Schneekanzel braucht man ein bisschen Abwechslung. Ja, tatsächlich fühle ich das ein bisschen. Milo da noch mehr ins RP mit reinzuzerren, finde ich keinen schlechten Kommentar. Hi Lothar, guten Abend. Was denn mit gegen X-Personen drehen? Ja gut, Lothar, das, wenn du jetzt ganz neu dabei bist, wir sind hier gerade im Bildet-Projekt. Das ist ein Streamer-RP-Challenge-Projekt im LS22. Und es gibt eben sozusagen als kleines Feature gibt es halt Punkte, die man sammeln kann und Glücksräder, an denen gedreht werden kann. Und das ist dann halt entweder ein Glücksrad, also was einem quasi einen Vorteil bringt, oder auch ein Sabotagerad, also was jemand anderen sabotieren kann. Genau, das ist halt quasi ein Feature dieses Projektes. Hi Thoralf. Und hi Bolle. Kriegt Milo einen Herzinfarkt. Ja, aber man wird ihn halt so mit reinziehen. Ich finde das gut. Milo hält sich da ja immer sehr, sehr doll aus dem RP raus. So, aber ich muss sagen, ich finde den Striegel ja geil, weil er halt wirklich einfach groß ist so, aber er ist schon auch um einiges schwieriger dann zu handeln. Muss man ja auch ganz ehrlich sagen. Ist der jetzt abgesenkt? Ja, ne? Hättest heute auch gar nicht drehen können. Das macht doch nur der Zapfe. Ja, also ich weiß nicht, ob man vielleicht in dem Fall das auch hätte an jemand anderen noch weitergeben können, aber ja. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie der Stand der Dinge bei Milo mit dem Streamen ist. Ich weiß, die letzten Wochen hatte er jetzt auch Bildet immer nicht mehr gestreamt.
Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie bei ihm der Stand der Dinge ist. Kann ich dir nicht beantworten. Wie lange ist denn eigentlich, das würde mich gerade mal interessieren, hier. Bei unserer 18, nee, das, da fehlt noch eins, oder? Boah, ich bin immer so unsicher. Ist die 18 nächsten Monat schon erntereif oder braucht die noch einen Monat? Ist das hier noch ein bisschen dunkler als das? Ey, ich kann das immer nicht einschätzen. Ne? Ich glaube, die 18 ist fertig, oder? Ey, U ist noch beschäftigt hier, ja, aber müsste, glaube ich, bald fertig sein. Braucht noch zwei oder noch einen Monat? Manchmal kann ich diese Grüntöne, gerade wenn die in das Dunkelgrüne gehen, nicht unterscheiden. Weil wir haben dann, also das ist halt ziemlich cool, dass die 18 auch wieder erntereif wird. Die 18 ist ja Raps auch, wie man gerade nebenan sieht. Sollen wir nochmal gucken, wann der beste Monat für Raps ist. Ich glaube, das ist auf jeden Fall noch ein bisschen. Können wir gleich mal gucken, eigentlich interessiert mich gerade Raps im November. Ja, also da ist noch ein bisschen Zeit. Ach nee, ich muss ja nach Öl gucken. Aber ich glaube, das nimmt sich immer nichts, ne? Rapsöl. Ja, ist auch im November. Also, ja. Boah, 2200 ist auch nicht schlecht, ne? Das können wir dann auf jeden Fall im November wieder gut verkaufen. Ja, bis dann haben wir halt so eine kleine Durststrecke. Die große Frage ist tatsächlich immer noch Soja. Ich kann es halt leider nicht nachgucken, weil wir haben nach wie vor keine Sojaproduktion auf der Map. Soll aber kommen. Also wir haben uns eigentlich schon vor mehreren Wochen, glaube ich, geeinigt, dass auf jeden Fall eine Sojaproduktion noch kommt. Ja, aktuell sozusagen rechne ich damit, dass halt das Sojaprodukt, was es auch am Ende dann immer wird, im gleichen Monat am besten ist wie Soja selber. Aber ob das dann auch stimmt, müssen wir dann abwarten und gucken. Aber ja, Raps und Soja werden auf jeden Fall unsere Geldbringer noch in den nächsten Monaten. Ich glaube, Soja ist ein bisschen früher, wenn ich mich nicht täusche. Oh, mir juckt heute meine Nase, das ist ganz schlimm. Pah. Ansonsten halt wieder im Winter kommt dann wieder Silage auch, obwohl wir die Silage ja eh immer direkt verkaufen. Und Getreide. Im Dezember Brot. Jetzt auch zwei Haferfelder, obwohl das kaum eine Rede wert ist. Ne? Das ist echt nicht so viel Hafer. Obwohl wir echt mal ein bisschen gucken können, weil wir haben... haben wir eigentlich nur 890 Liter Sorghum? Und mehr haben wir nicht für unsere... Ach stimmt, wir haben das, glaube ich, verkauft im Dezember, ne? Ich glaube, wir hatten uns darauf geeinigt. Wir hatten, glaube ich, noch Gerste, wenn ich mich nicht täusche, im Lager. Was ursprünglich halt mal für die Hühner gedacht war. Aber hatten uns dann darauf geeinigt, dass die Hirse ausreicht. Und deswegen haben wir unsere Gerste da verkauft. Wie viele Monate braucht das noch? Oh, das braucht echt noch ein bisschen. Ich hoffe, da haben wir uns nicht verkalkuliert, dass unsere Hühnchen da überleben. Und das stimmt natürlich. Die Ferienhäuser bringen uns selbstverständlich jetzt auch immer noch Geld. Mal gucken, ob es tatsächlich so um die 30.000, knappe 30.000 sind pro Monat. Das werden wir auch noch sehen. Baby-Silageballen in dein Lager werfen und dann nur verkaufen, wenn Geldengpass. Vielleicht kannst du es bis zum Top-Monat sammeln. Ja, das stimmt natürlich. Habe ich ehrlich gesagt auch schon drüber nachgedacht. Dass wir sie entweder halt dann bis Januar... Oh, shit. Bis Januar aufsparen, bis der beste Monat ist. Oder... Ja, so lange, bis wir quasi halt Geld benötigen. Ist aber eigentlich ein ganz guter Call. Ich denke, das werden wir auf jeden Fall so machen. Wie lange braucht Hafer? Hafer ist doch auch so schnell. Vier oder fünf, ist das nicht nur vier Monate Hafer oder so? Der geht doch so fix, ne? Ach stimmt, Hirse sind vier Monate. Da sind Hafer fünf Monate oder so, ne?
glaube, Hafer geht auch sehr schnell. Also zumindest schneller als Weizen und Gerste war das doch, ne? Naja, wie auch immer. Sollte aber ganz gut passen. Ich finde es auch ganz gut, wir haben halt auf unseren Feldern echt sehr, sehr unterschiedliche Wachstumsphasen. Das ist echt ganz geil. Die 18 wird dann erntereif, danach wird dann die 27 erntereif, 24, 29. Also das passt ganz gut, dass wir auf jeden Fall jeden Monat ja, auch dann wieder was zu ernten haben. Das ist ganz geil. Den Horststriegel haben wir uns am vergangenen Montag gekauft, also in der letzten Woche sozusagen. Weil wir erst seitdem das Horschpack drauf hatten. Wir hatten vorher das Horsch-DLC nicht mit drauf. Ja, aber jetzt, seit letzten Monat, haben wir es mit drauf und deswegen haben wir uns den großen Striegel geholt. Hafer auch 4 Monate. Ach, echt auch nur 4 Monate. Ja, guck mal. Das ist geil, dann geht das halt echt sehr fix. Gibt es in jedem Monat was zu tun? Genau. Weil ich erinnere mich halt auch an die Zeit, wo es so ein bisschen mau war und wir nicht so viel zu tun hatten. Und das ist dann schon auch doof, muss man echt sagen. Also, es ist auch nicht geil, wenn du halt alle Felder irgendwie in einem Monat hast, weil dann ärgert man sich sozusagen, dass man es nicht schafft. Sondern so jeden Monat ein bisschen was ist schon sehr cool. Aber ehrlich gesagt bin ich jetzt positiv überrascht, dass wir doch durch das Öl und durch das Soja trotzdem doch nochmal 2 Einnahmequellen haben, bevor wir das nächste Mal dann Getreide verkaufen. Das ist ganz gut. Kurze Info, ich habe gerade die letzte Bahn zum Mähen. Super, dann würde ich direkt schon wieder den nächsten Auftrag geben. Und zwar wäre dann das Ballenpressen auf dem gleichen Feld, auch mit meinen Maschinen. Das schreiben wir als einen Auftrag zusammen, dann mähen und pressen. Achso, okay. Der mache ich dann gleich zu einem, weil das ist dasselbe Feld, 26 mähen und dann gleich zu beiden pressen mit okay. Den eigenen Maschinen. Super, dann machen wir so. Weiterhin mit dem Fahrzeug oder habe ich dann anderes? Nee, immer noch mit dem Unimog. Okay, weiß ich Bescheid. Danke. Oh, also Unimog ist einfach verhasst, Leute, aber ich hasse ihn auch mittlerweile, muss ich ehrlich sagen. Ja, das wollte er nicht hören. Ja, aber der Unimog ist auch echt doof. Also, klar, das ist jetzt natürlich noch mal doofer, weil er halt kaputt ist. Aber er ist auch schon einfach kacke. Elektrotraktor schafft es definitiv nicht, die Beine zu pressen. Zur Info, Unimog ist nicht unbedingt schlecht. Naja. Er müsste nur gewartet sein. Ja, also ich muss sagen, ich hatte mit dem schon auch oft, auch obwohl er noch nicht kaputt war, immer wieder irgendwie Nervereien. Man nicht abladen konnte ordentlich. Und ja, dass er hat ein paar Besonderheiten, aber er hat schon auch seine Vorteile und seine Daseinsberechtigung. Also, ja, so also allein der Preis. Allein der Preis. Transporttätigkeiten, wofür der eigentlich konzipiert ist, spitze. Ja, nee, absolut. Deswegen bin ich auch immer noch happy, den zu haben. Und was halt geil ist, dass man auf den Pflegebereifung machen kann, weil das geht halt auf meinen JCB zum Beispiel nicht. Deswegen ist das schon gut. Aber ich will ihn wahrscheinlich trotzdem, wenn ich zum Ende genug Geld habe, ihn austauschen. Ja, ich meine nur, also er hat schon Daseinsberechtigungen, aber klar, er ist halt kein richtiger Traktor. Es ist halt eigentlich mehr so ein Transportfahrzeug für Ladegut. Ja, absolut. Dafür ist er ideal. Getreideanhänger hin und her kutschieren. Das ist halt eher das Aufgabengebiet von so einem Fahrzeug. Ja, total. Und dann halt noch so ein bisschen so leichte Pflegearbeiten. Ja, aber er schafft ja auch alles andere, deswegen wird er dafür genutzt. Ja, Beinpresse ist auch noch ideal. Das sind so Sachen, wo halt einfach der schafft. Ja. Dass er jetzt nicht einen großen Tieflocker und sowas zieht, ist ja logisch. Ja, das ist klar, aber das muss er ja auch nicht können. Eben. Also, man kann immer sagen, was man will, aber jeder Traktor hat seine Vor- und Nachteile, pflege ich immer zu sagen. Ja, auf jeden Fall. Ja, nee, das stimmt schon voll, Chat. Also, ich sag ja auch immer, der Unimog wird immer richtig krass auf YouTube in den Kommentaren zerrissen. Und ich verstehe das auch, dass er zerrissen wird an sich. Aber er hat trotzdem absolut seine Daseinsberechtigung. Das stimmt schon wirklich. Und ich bin auch immer noch nach wie vor sehr froh, ihn zu haben.
Ich glaube, ich würde einmal ganz kurz hier auftanken und ich glaube, wir müssen unser Fass voll machen, oder? Ah, nee, wir haben noch was. Tanken wir mal kurz. Wir müssen jetzt das Grasfeld auf jeden Fall als nächstes noch striegeln. Aber ich denke mal, vorher werden wir jetzt mit dem Anhänger fahren und werden die Ballen erstmal einsammeln. Und dann können wir das Feld noch striegeln und dann haben wir eigentlich alle To-Dos für heute erledigt. Außer euch fällt noch was ein, Chat, was heute noch gemacht werden muss. Aber wenn wir das Grasfeld dann noch ready haben, bin ich sehr zufrieden. Ja, wir könnten halt, ich graule mich halt ein bisschen vor dieser Arbeit. Diese kleinen Felder anlegen. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, das muss ich vorher auch einmal testen, wie genau ich das machen möchte. In welcher Größe und so. Ach, guck mal, guck mal, Chat! Sind die nicht süß? Oh, ich liebe sie. Ich liebe sie. Die sind so cute. Ach ja, ganz toll. Ganz süß. Wie die Hühner auf der Stange, ja, ein bisschen. So, Autoloader holen wir uns. Nee, der Pinke wird ja für den Hof bleiben. Also das hat ja schon alles seinen Sinn, dass die so beschriftet sind. 1 und 2 werden die Renntraktoren für die Rennstrecke und der Pinke ist ja der Arbeitstraktor hier für den Hof. Wo haben sie eigentlich meinen Anhänger hingestellt? Ach, da hinten. Schön. Schön, schön, schön. Hof aufräumen, die Paletten und Säcke, die noch alles andere erst noch Ernte auf meine... Ach so, die hier vorne rumstehen. Ja, das stimmt, wir können mal die eine Palette da noch... die können wir mal noch wegbringen. Das Siliermittel würde ich da eigentlich fast stehen lassen. Was ist das da? Saatgut. Ja, können wir gleich mal gucken, dass wir das vielleicht noch... noch machen, beziehungsweise mache ich das jetzt direkt, wir haben ja ein bisschen Zeit, ne? So, warte mal, was haben wir da? Wir haben eine Palette. Das machen wir doch jetzt direkt mit unserem Kleinen hier. Muss ich nur den richtigen treffen? Toll, welcher ist jetzt der richtige? Der nicht. Stimmt, im Busch steht auch noch eine Palette Schokolade. Ja, wo auch immer wir die herbekommen haben, weiß ich ja auch bis heute nicht. Aber wir haben eine Palette Schokolade. Die Erdbeeren, ja. Es ist auch so blöd, diese eine Palette. Ich würde tatsächlich sagen, wir schmeißen das alles ins Palettenlager. Und ganz am Ende, also wirklich so gefühlt in der letzten Aufnahmewoche. Upsi. Eieiei. In der letzten Aufnahmewoche nehmen wir einfach alles aus unserem Lager da noch raus und verkaufen das dann einfach noch, um das Geld zu haben. So. Aber es lohnt sich halt nicht, wegen einer Palette da irgendwie hinzufahren. Ja, ich weiß auch nicht, von wann die Schokolade ist. Die haben wir einfach durch Zufall auf unserem Hof entdeckt. Also die, ja, keine Ahnung. War da einfach auf einmal. Ich weiß nicht, von wem sie ist. Ich weiß nicht, wo sie herkommt. Aber wir haben sie. Ramschverkauf. Ja, halt wirklich so, ne? Einfach so diesen ganzen Rest einfach wegbringen. Aber es ist ein guter Call, dass wir den Moment jetzt mal nutzen können. Das einzig Blöde, ich werde jetzt das Siliermittel auch einsammeln, ne? Schaffe ich das? Ach, sehr gut. Ach so, Moment, Schokolade. Ach, jetzt habe ich sie wieder vergessen, ich Idiot. Holen wir noch? Pferde müssen dabei, damit die Gesundheit auf 100% steigen kann. Aber... Meint ihr, das bringt mir Minuspunkte, wenn ich die halt einfach noch nicht so lange habe? Warum stehen hier Pappeln? Warum habe ich jetzt... Hä?
Warum stehen hier so viele Pappeln? Was? Leute, was krieg ich denn nicht mit? Warum spawnen hier die ganze Zeit irgendwelche Paletten? Warum stehen da Pappeln? Sag mal, wer trollt mich hier? Und stellt hier die ganze Zeit irgendwelche Sachen in meinem Busch? Illegale Pappelentsorgung. Ey, aber ehrlich. Guck mal, wie viele das sind. What? Also ich weiß, neulich stand mal im Chat, dass quasi Pappeln verkauft, also dass jemand Pappeln kaufen könnte. Wahrscheinlich hat sich halt einfach niemand dafür gemeldet, dass er die Pappeln kaufen will. Und deswegen wurden die da einfach ganz frech bei mir im Busch entsorgt. Das ist ja super frech. Also da muss man, glaube ich, nochmal ganz am Ende überall langlaufen und nochmal checken, dass hier nicht irgendwas frecherweise in den Büschen versteckt wird. Das ist ja ganz wild. Na guti, okay, damit ist Folge 3 dann jetzt auch zu Ende. Ich denke, Zeit-Timing ist heute mal wieder tipptopp. Wir werden es, denke ich, mal in der letzten Folge auf jeden Fall noch schaffen, die Ballen fertig zu pressen. Und ich werde es auch noch schaffen, die Ballen abzuholen. Wir müssen mal schauen, ob ich das Striegel noch schaffe. Das könnte ein bisschen knapp werden. Müssen wir mal gucken, wie schnell das Ballenpressen geht. Wir gucken mal, was passiert. Wer entsorgt da ganz illegal seinen Müll auf Sallys Hof? Ich meine, Schokolade nehmen wir ganz gerne, aber mit den Pappeln können wir irgendwie wirklich gar nichts anfangen. Am Ende tut es nicht weh, wir schmeißen sie ins Palettenlager und wenn sie bis zum Ende dort drin bleiben, dann ist es auch nicht ganz so dramatisch. Schreib gerne mal in die Kommentare, was deine Vermutung ist, wer die da hingeschmissen hat. Ansonsten würde ich mich wie immer auch selber deinen Daumen nach oben freuen und wenn du mal bei meinen Konkurrenten vorbeischaust, die Kanäle sind unten in der Videobeschreibung verlinkt. Wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten YouTube-Video wieder.